Die Luftfahrt, Herr Wittmer. Sie sind ja Gründungspräsident vom Aerospace Cluster, 2010 gegründet. Mit welcher Motivation wurde es denn gegründet und warum? Mit welchen Gründungsmitgliedern? Es gab damals verschiedene Initiativen im Bereich Luftfahrt und auch Raumfahrt in der Schweiz. Es war ja nach einer etwas schwierigen Zeit. Wir hatten ja 2001 das Grounding der Swissair, unserer nationalen Airlines damals. Es gab auch schon zuvor verschiedene Probleme mit verschiedenen Flugunfällen. Und das hat sowohl politisch wie auch eben in der Wissenschaft natürlich das Augenmerk auf diese Industrie hervorgehoben. Und wir haben uns gedacht, wie kann man diese Industrie besser verstehen? Wie können wir dem Markt einen Dienst tun? Wie können wir den Unternehmen und auch den Managern einen Dienst tun? Und so wurde 2005 das Center for Aviation Competence hier an der Universität St. Gallen an der Management School gegründet. Wir haben einen Fokus auf Ökonomie, Management und Recht und haben dann geholfen, diese Industrie besser zu verstehen, besser zu führen, die systemischen Zusammenhänge zu sehen. Und in diesem Zusammenhang kam 2010 dann die Anfrage des Kantons Zürich, ob wir interessiert wären, uns auch in einem Aerospace Cluster, sprich in einem Aerospace Netzwerk zu engagieren, ob ich bereit wäre, in einem Vorstand mitzuwirken oder in einer Begleitgruppe, so in diesem Rahmen. Und da habe ich gesagt, selbstverständlich, das finde ich ganz wichtig. Und damals war ja auch gerade die Problematik des starken Frankens, also wir haben da diese Wirtschaftskrise zu spüren bekommen, in Europa hat es gekriselt und der starke Franken wurde dominanter und dominanter und die Industrie hat sich sehr viel Gedanken gemacht, wie können wir eigentlich in so einem Umfeld nachhaltig überleben. Das eine sind Kosten senken, aber das andere ist eben auch Erträge optimal zu steigern, allenfalls, oder das vielleicht zu tun, indem man zusammenarbeitet, dass man halt in der Zusammenarbeit günstiger sein kann, das bessere Produkt zu einem höheren Preis verkaufen kann oder auch sonst im Netzwerk einfach voneinander profitieren kann. Und damit haben wir dieses Cluster eigentlich als Netzwerk gesehen, um der Aerospace-Industrie, welche sehr gut in die Schweiz passt, weil sie hochinnovativ ist, weil sie hochkompetente Leute aus den Universitäten braucht, um diese Industrie eigentlich fit zu machen für diese schwierigen wirtschaftlichen Zeiten. Und ich glaube, das ist auch gelungen, wenn wir heute sehen, dass das Aerospace Cluster mit über 100 Mitgliedern dasteht nach 8 Jahren und das zweite Bodensee Aerospace Meeting jetzt ja in der Schweiz durchführen darf, nachdem wir es vor 3 Jahren auch in der Schweiz hatten. Wo war es denn da in der Schweiz vor 3 Jahren? Das war hier in St. Gallen, oder besser gesagt in Altenrhein. Wir hatten es in Rorschach im Wirthaus gehabt und am Flughafen Altenrhein im Fliegermuseum hatten wir auch den Apéro und einen Tag. Das war auch ein wunderschöner Anlass hier natürlich am Bodensee. Jetzt sind wir nicht am Bodensee, wir sind in Zürich, eigentlich im Hub, im Luftfahrt-Hub der Schweiz, wo am meisten los ist. Im Kanton Zürich haben wir ja auch am meisten Aerospace-Firmen angesiedelt in der Schweiz. Im Kanton St. Gallen sind am zweitmeisten Firmen angesiedelt. Existiert das Aerospace Cluster denn nur in der Schweiz? Unser Aerospace Cluster ist das Schweizerische, also wir haben es einfach als Schweizer Netzwerk gesehen. Aber es ist ja so, dass diese globale Industrie natürlich an verschiedenen Orten auf der Welt dominant ist und Cluster hat. Beispielsweise gibt es um Toulouse bei Airbus eines, es gibt ein bekanntes in Seattle um Boeing rum. Es gibt aber auch in Hamburg, wo auch Airbus ja produziert, ein Cluster. Und es gibt eben das Baden-Württembergische und das Bayerische. Und die Baden-Württemberger und in Bayern gibt es sehr, sehr viele Aerospace-Unternehmen. Und wenn man mal schaut, wie viele Unternehmen in der Nordostschweiz sind, also Nordschweiz, Ostschweiz, und dann Baden-Württemberg und Bayern und diese Region, diese grenzüberschreitende Region mal anschaut, dann findet man doch eine doch sehr ausgeprägte Aerospace-Industrie, welche eben auch grenzüberschreitend voneinander profitieren kann. Und das ist ja die Initiative, die wir hier am Bodensee Aerospace Meeting haben, dass wir eben zusammenkommen. Wir haben auch einen Partner aus Österreich dabei, aus der östlichen Gegend, leider nicht im Vorarlberg, da gibt es wenige Aerospace, sehr aus der östlichen Gegend, aber auch Österreich gehört in dieses zu diesen Ländern dazu und ist damit auch beteiligt an diesem Bodensee Aerospace Meeting. Also ein großes Bodensee Aerospace Cluster mit der Schweiz als und der Uni St. Gallen federführend. Ja, ob jetzt die Schweiz federführend ist, das möchte ich nicht sagen. Sie wissen, in Netzwerken ist nie einer federführend, sondern wir sind ein demokratisches System
von kompetenten Persönlichkeiten, wo jeder seinen Beitrag in diesem Netzwerk positiv reinbringt und damit eben diesem Netzwerk den nötigen Schwung gibt. Ich glaube, die Universitäten sind wichtig. Es gibt ja einerseits die Zeppelin-Universität in Friedrichshafen, es gibt die Universität St. Gallen, es gibt dann die ETH in Zürich, es gibt auch an der Uni Zürich Aktivitäten oder sogar in Lausanne an der EPFL im Aerospace-Bereich. Die Universitäten sind wichtig. In unserem Cluster im Vorstand vertreten auch ein Professor der ETH Zürich. Und damit sind wir natürlich mit der HSG, also Uni St. Gallen und der ETH Zürich, sind doch zwei große Namen der Universitätslandschaft Schweiz hier vertreten, die sehr viel Wissenstransfer auch in die Industrie machen. Und inwiefern, wenn es jetzt um das Bodensee Aerospace Meeting im März 2018 geht, sind die Uni St. Gallen und die Uni in Zürich bzw. auch die Standortförderung in Zürich miteinander am Zusammenarbeiten? Da ist eigentlich der Lead von dem ganzen BAM, der ist bei der Geschäftsstelle des Swiss Aerospace Clusters. Die Geschäftsstelle wird geführt von meinem Center hier an der Universität St. Gallen. Das machen wir hier. Das ist der Kollege Erik Linden, der das managt in Person. Und er hat die Unterstützung von verschiedenen Partnern natürlich, unter anderem Zürich. Also in Zürich haben wir die Standortförderung, die uns ja unterstützt, auch schon seit Jahren unterstützt, indem sie verschiedene Projekte mitträgt, auch finanziell mitträgt und unterstützt und hilft. Und andererseits ist es auch der Tourismusverband in Zürich, der uns unterstützt. Und natürlich meine Kollegen im Vorstand, die mit ihren Unternehmen oder auch eben der Kollege von der ETH natürlich sehr stark unterstützt haben. Unterstützt heißt immer ideell unterstützt mit Arbeitsleistung, also indem man halt wirklich dafür gearbeitet hat und Zeit investiert hat. Aber auch vor allem die Unternehmen bei uns im Cluster, die da natürlich auch gesponsert haben. Also wir haben, und da möchte ich auch Danke sagen, viele Sponsoren gefunden, die es ermöglichen, diesen Event durchzuführen. Die Teilnahmegebühren sind nicht sehr hoch. Solche Events kosten in der Regel mehr in der Schweiz. Das ist nicht üblich, dass man für Größenordnung 200 Franken an so einem Event teilnehmen kann, an einem Ort wie Zürich. Das ist möglich, weil wir eben die Sponsoren haben. Und das zeigt auch wieder, der Zusammenhalt im Netzwerk, der ist einfach da. Und man macht das miteinander und setzt das um. Was erhoffen Sie sich denn vom Bodensee Aerospace Meeting in Zürich? Ich erhoffe mir viele, viele gute Gespräche zwischen den Teilnehmern, als der Austausch stattfinden kann. Ich erhoffe mir, dass die Vorträge und Referate, die gehalten werden, bereichernd sind, dass man vielleicht zum Reflektieren angeregt wird, dass daraus auch wieder Gespräche entstehen können zwischen Partnern in diesen Netzen, auch eben vor allem grenzüberschreitend. Das sind jetzt wieder die Kollegen aus Deutschland hier und der Schweiz, die sieht man vielleicht ein bisschen weniger wie die Schweizer unter sich und das soll man als Chance nutzen können. Ich hoffe mir, dass dieser Event auch von der persönlichen Seite her, und da spielt sicher die Kulinarik auch eine Rolle, ein großer Erfolg werden kann, dass man nach Hause gehen kann und sagen kann, hey, dieser Tag, der war jetzt wirklich spitze, ich habe sowohl beruflich wie persönlich wie auch fachlich etwas mitgenommen. Warum sind die Cluster gerade in dieser Region entstanden? Ja, diese Region war ja historisch bekannt für Entwicklungen im Aerospace-Bereich. Einerseits vor allem auf deutscher Seite Zeppelin in Friedrichshafen, dann auch Dornier in Friedrichshafen, dann FFA in Altenrhein, auch das Luftraummanagement, das ja in der Schweiz, also Luftraumbehörde, historisch ganz früh sich entwickelt hat. Also wir haben hier im Bodenseeraum doch ein Gebiet, wo viel Aerospace schon sehr früh gemacht wurde, oder besser gesagt, es wurden Flugzeuge gebaut. Die FFA hat Flugzeuge gebaut, Dornier hat Flugzeuge gebaut, Zeppelin hat Zeppelin gebaut, aber das sind alles Flugkörper, die hier gebaut wurden. Und das hat natürlich auch eine Zulieferindustrie hierher gezogen und damit ist das natürlich entstanden, historisch. Und das, was wir jetzt machen, ist eigentlich, wir bündeln ja diese Unternehmen, die historisch hier sind, hierher gekommen sind, in einem Netzwerk, um davon zu profitieren.